Besonders in diesem Jahr sieht sich die Gesellschaft durch aktuelle Themen gespalten. So erlebt es zum Beispiel auch Lena. Gemeinsam mit ihrem Sohn Leon besucht sie einen Spielplatz. Sie findet, dass Leon keine Maske tragen muss, weil er noch so klein ist. Pauls Tochter Anna trägt eine Maske und Paul möchte nicht, dass die Kinder miteinander spielen. Lena ist verärgert über die Situation und fühlt sich von Paul unverstanden. Oft entsteht in solchen Situationen ein Schubladendenken und die Situation lässt sich nicht klären. Aber eine Gesellschaft braucht Zusammenhalt. Einen Raum, um miteinander ins Gespräch zu gehen, bildet der Internationale Tag der Mediation. Unter dem diesjährigen Motto "Jetzt mal im Vertrauen" werden Vertrauensräume geschaffen, die einen Austausch zu aktuell relevanten Themen zwischen anderen interessierten Menschen ermöglichen. Nicht die schnelle Lösung steht im Vordergrund, sondern der Dialog. Alle sind dazu eingeladen, sich mit anderen über aktuelle Themen auszutauschen. Auch Lena nimmt am Internationalen Tag der Mediation teil. Die Moderation durch MediatorInnen in einer kleinen Runde und vereinbarter Vertraulichkeit ermöglicht den Anwesenden, offen auszusprechen, was sie bewegt, ohne Angst, dafür bewertet zu werden. Im Vertrauensraum kann Lena endlich äußern, was ihr unter den Nägeln brennt. Dadurch erkennt sie auch andere Sichtweisen und lernt sie zu verstehen. Beim nächsten Spielplatzbesuch fällt es Lena leichter, mit Paul ins Gespräch zu kommen. Nimm auch du am 18. Juni 2021 am Internationalen Tag der Mediation teil und besuche uns in einem Vertrauensraum.